Die Zahl der Verletzten und Getöteten aufgrund von Alkohol im Straßenverkehr ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 20% angestiegen. Und auch bei den Gründen für die Entziehung von Fahrerlaubnissen durch Gerichte ist Alkohol seit langem der Spitzenreiter. Die Rufe nach 0,0 Promille werden demnach nicht nur bei der Polizei immer lauter. Aber ist eine Nulltoleranz wirklich die Lösung? Meine Antwort auf diese Frage bekommst du jetzt. Herzlich willkommen bei OnMPU. 2022 gab es in Deutschland 38.771 Unfälle, an denen mindestens eine unfallbeteiligte Person alkoholisiert war. Das waren 19% mehr Alkoholunfälle als im Vorjahr. Noch deutlicher war die Entwicklung bei Alkoholunfällen, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Von 2015 bis 2019 erfasste die Polizei jährlich zwischen 13.000 und 14.000 Alkoholunfälle mit Personenschaden. 2022 waren es 16.807 Unfälle und damit 23% mehr als im Jahr zuvor. Aber auch das Kraftfahrtbundesamt meldet eine Zahl von jährlich über 40.000 Entziehungen von Fahrerlaubnissen. Der Anteil der aufgrund von Alkohol und Drogen entzogenen Fahrerlaubnisse an allen Führerscheinentziehungen liegt jährlich über 80%. Die Einführung einer Nulltoleranz wird deshalb nicht zuletzt von den deutschen Polizeigewerkschaften immer wieder gefordert. Im Streitgespräch mit mir hier oben zum Nachschauen, falls du die dritte Folge unserer TV-Sendung auf Sport1 verpasst hast. Okay, Alkohol ist ein Problem im Straßenverkehr. Aber ab wann wird es denn zum Riesenproblem? Also ab welcher Promillezahl steigt denn das Unfallrisiko besonders an? Dazu gibt es schon lange Daten, die zeigen, dass das Unfallrisiko zwar schon mit geringen Promillewerten ansteigt, aber vor allem im Bereich ab 0,8 Promille exponentiell anwächst. So sagt der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, dass das Risiko für einen schweren Verkehrsunfall mit 0,8 Promille schon doppelt so hoch, mit 1,5 Promille aber bereits um das 25-fache erhöht ist, im Vergleich zum nüchternen Zustand. Das Unfallrisiko mit 0,5 Promille ist nach Forschungsergebnissen aber vergleichbar mit einer Erkrankung an Diabetes, Depression oder einer Nachtfahrt. Hier schon mal eine kurze Zwischenbemerkung. Ich möchte Alkoholkonsum hinterm Steuer in keiner Weise relativieren, aber wir müssen uns einfach mal die Fakten anschauen, um Lösungsvorschläge bewerten und adäquate sowie effektive Maßnahmen an ihnen ableiten zu können. Das relative Unfallrisiko, über das wir eben gesprochen haben, zeigt sich natürlich auch in absoluten Unfallzahlen auf der Straße. So sind 2021 die meisten Alkoholunfälle mit Personenschaden in Promillebereichen zwischen 1,4 und 1,7 passiert. 70,4% aller Pkw-Fahrer, die unter Alkoholeinfluss an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt waren, hatten einen Blutalkoholwert von mindestens 1,1 Promille. Das heißt, sie waren im Sinne der Rechtsprechung absolut fahruntüchtig. Aber auch hier wird deutlich, dass die schweren Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden, zu 92% über 0,5 Promille geschehen. Und für alle, die es nicht wussten, seit 2001 ist 0,5 Promille die Grenze einer Ordnungswidrigkeit und seit 1990 gilt ab 1,1 Promille der Straftatbestand hinterm Steuer. Mehr über die Geschichte der Promillegrenzen erfährst du in diesem Video. Auffällig ist außerdem, dass Frauen deutlich seltener als Männer bei Verkehrsunfällen durch Trunkenheit beteiligt sind. Nur 13,6% der alkoholisierten Unfallbeteiligten 2021 waren Frauen. Oder anders ausgedrückt, Alkoholfahrten sind vor allem ein Männerproblem. Es stellt sich also insgesamt folgende Frage. Obwohl die Promillegrenzen schon seit 20 oder 30 Jahren gelten, diese in jeder Fahrschule im Theorieunterricht vermittelt werden und es letztlich auch jedem bewusst ist, der sich betrunken hinters Steuer setzt, dass dies verboten ist, was die Einführung einer 0,0 Promillegrenze für einen Effekt haben soll. Welchen Erkenntnisgewinn erwartet man durch eine Nulltoleranz bei Menschen, vor allem jüngeren Männern, die bisher mit 1,4 oder 1,7 Promille gefahren sind? Es war und ist bereits verboten, in diesem Zustand zu fahren. Und das war diesen Personen trotz fehlender 0,0 Promille-Grenze sicher bewusst. Menschen bereits mit 0,3 oder 0,4 Promille zu sanktionieren, wird hier nichts ändern. Wer nämlich wirklich an der Verringerung der Zahl im Straßenverkehr Getöteter interessiert ist, der müsste doch auf eine der Hauptunfallursachen abzielen. Nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei Unfällen auf deutschen Landstraßen, bei denen zu schnell gefahren wurde, starben im Jahr 2022 530 Menschen. Das war ein Drittel aller Verkehrstoten auf Landstraßen. Mehr als 27% der Schwerverletzten auf Landstraßen gingen ebenfalls auf Unfälle wegen zu hohem Tempo zurück.
Auch auf Autobahnen fanden 2022 bei Geschwindigkeitsunfällen 121 Menschen den Tod, was 39% aller Getöteten auf Autobahnen entsprach. Infolge eines Alkoholunfalls starben 2021 im Vergleich 6,4% aller tödlich verletzten Verkehrsteilnehmer in Deutschland. Die Nulltoleranz, die übrigens seit 20 Jahren bei Cannabis gilt, würde doch demnach viel mehr Sinn bei Geschwindigkeitsverstößen machen, die ja statistisch gesehen viel tödlicher sind, oder? Also die 3%ige Messtoleranz angelegt an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Wer also innerorts mit 52 km/h geblitzt würde, müsste demnach ähnlich hart durch 500 Euro Bußgeld, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg sanktioniert werden, sowie mit einer MPU-Anordnung und eventueller Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen. So sah die Nulltoleranz bei Cannabis aus. Fühlt sich komisch an, oder? Das liegt daran, dass es nicht verhältnismäßig ist. Und das ist keine Kleinigkeit. Ein Gesetz, das nicht verhältnismäßig ist, verstößt gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip in unserem Grundgesetz. Und deshalb haben wir abgestufte Sanktionen für Geschwindigkeits- oder Promilleverstöße. Wer mit einer Nulltoleranz argumentiert, der redet vor allem am Thema vorbei, besonders bei Alkohol und psychoaktiven Substanzen. Der Wunsch, keine Verkehrstoten aufgrund von Alkohol oder Drogen mehr zu haben, ist an sich edel. Die Forderung einer Nulltoleranz hingegen ist Populismus, weil sie nicht das Problem angeht, sondern nur zur emotional überlagerten Stimmungsmache und Profilierung dient. Ich bin gespannt auf deine Meinung zu diesem brisanten Thema und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss, bis dahin.